Mahlzeit, hier ist wieder mal der Schattennase was mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich, das habt ihr in dem letzten Video ja schon gesehen, die Flasche, das Bitter Lemon von der Rewe Eigenmarke, also nicht von Ja, sondern von Rewe. Die haben zwei Eigenmarken. Oder jetzt der große Unterschied ist, ist wahrscheinlich hauptsächlich im Preis, also die Ja-Getränke oder die Ja-Produkte sind eigentlich immer eher im unteren Preissegment gegen die Discounter wie Aldi und Lidl. Und die Rewe-Eigenmarke ist dann halt etwas höherwertig, die sieht man auch an der Flasche, also die im Vergleich zu den Standard-Flaschen sieht die ein bisschen edler aus. Und ja, das ist halt die Eigenmarke für ein etwas höherwertigeren, für das etwas höherwertigere Segment. Hergestellt von Refresco in Mönchengladbach. Und ich glaube, das war das Ja Bitter Lemon auch. Das ist eine chininhaltige Limonade mit Zucker und Süßungsmittel. Warum tun die da immer? Ich verstehe es nicht. Fruchtgehalt immerhin 6%. Da ist drin natürliches Mineralwasser. Wir haben hier in Gladbach natürliches Mineralwasser. Das ist mir neu. Okay, man lernt nie aus. Okay, heißt ja auch nur hergestellt durch von Refresco. Das heißt ja nicht, dass die halt in Mönchengladbach herstellen. Okay, natürliches Mineralwasser, Zucker, Zitronensaft, Konzentrat, Kohlensäure, Zitronenextrakt, Säurungsmittel, Zitronensäure, Süßungsmittel, Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam und Natriumsaccharin. Also direkt vier Süßstoffe. Nett, ja, wenigstens von jedem etwas. Ascorbinsäure als Antioxidationsmittel. Natürliches Zitrusaroma mit anderen natürlichen Aromen. Aroma Chinin. Stabilisator Johannesbrotkernmehl und enthält eine Phenylalaninquelle. Das kommt aus einem von den Süßstoffen. Das fragt mich aber nicht aus welche. Und das hat 7 Kalorien pro 100 Milliliter. Das, obwohl da Zucker drin ist. Ich bin mal gespannt. Also da sind insgesamt 5 verschiedene Süßungsmittel drin. Während man früher nur eins brauchte, nämlich Zucker, braucht man da heute 5 verschiedene und das schmeckt immer noch scheiße wahrscheinlich. Lass den Leuten noch einfach den Zucker. Wer das nicht trinken will, soll gerne die zuckerfreien Varianten trinken, das mache ich auch. Aber lass die traditionellen Getränke in Ruhe. Weil A, ist das jetzt nicht süß genug, obwohl da 5 verschiedene Süßungsmittel drin sind. Nee, das ist gar nichts. Vielleicht bin ich doch heute ein bisschen empfindlich. Aber da bin ich ganz ehrlich, die Bitter Lemon, ich weiß jetzt nicht, ob sie von Lidl oder von Aldi war, die ich letztens mal hatte. Oder die Ja-Bitter Lemon von Rewe, ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war, aber die war definitiv leckerer als das hier. Weil das ist definitiv, fehlt mir da die Süße. Das Bittere ist auf jeden Fall da. Das ist auch von der Menge her in Ordnung. Aber ja, man schmeckt auch den Zitronensaft raus, das ist auch okay, aber mir ist das definitiv nicht süß genug. Und wie gesagt, trotz 5 verschiedenen Süßungsmitteln. Also irgendwie wird es langsam albern.
Und ich sehe mich schon dabei, mir demnächst mal einen Sprinter zu leihen und zum Getränke kaufen nach Dänemark zu fahren. Ja, was natürlich äußerst umweltfreundlich ist, weil das sind locker 1.500 Kilometer hin und zurück. Aber dann kann ich ja ein paar Energy Drinks auf der Hinfahrt einladen und die da verticken, weil ich glaube, Energy Drinks sind in Dänemark dann verboten, zumindest teilweise. Nee, also die Rewe Bitter Lemon kriegt auch nur einen Seitwärts Daumen runter. Die ist nicht wirklich lecker. Mir ist die einfach nicht süß genug. Und das, was da an Stoffen drin ist, macht die jetzt nicht so lecker, dass man die auch mit wenig süß trinken kann. Ich hoffe, mein Video konnte man mit wenig süß trinken gucken. Können auch gerne ein bisschen Zucker über den Monitor kippen. Da habe ich nichts gegen. Lass das wohl mit dem Süßstoff, das tut dem Monitor nicht gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne wie immer netten Kommentar und Daumen hoch. Und dann sage ich mal, wie immer, danke fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.